Hallo ihr Lieben, ich bin gerade draußen, wie man sehen kann, weil ich euch hier was zeigen wollte. Einen Moment. So, das ist jetzt von heute die Ernte. Ich habe keinen Plan, was ich mit dem ganzen Kram machen soll. Guckt mal, wie riesig, wenn man so guckt, das ist so mein Arm, ne? Die sind, ich habe keine Ahnung, wie schwer. Dann sind ja so, rote Beete ist dieses Jahr nichts geworden, das kann man vergessen. Dann habe ich keine Möhren mehr im Haus, also habe ich welche aus dem Garten geholt noch. Und hier hat mein Goldschatz die ganzen Sauerampfer abgeschnitten. Den muss ich jetzt auch verarbeiten. Also waschen, schneiden und portionsweise einfrieren, damit ich auch im Winter Sommerbusch essen kann. Der schmeckt zu jeder Jahreszeit. Und dann wollte ich euch noch was ganz anderes noch zeigen. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Wie die Äste sich biegen, weil die so voller Äpfel sind. Da. Sieht man die Äpfel überhaupt? Ja, ne? Also auf jeden Fall, die Äpfel sind auch richtig groß, dieses. Hier. Und das ist nur ein Baum. Und wir haben da hinten im Garten noch drei weitere. Das sind alles unterschiedliche Sorten. Und die sind alle richtig voll. Hier unten sind auch schon einige. Mein Mann nimmt auch schon jeden Tag welche zur Arbeit mit. Brauche ich im Moment keine Äpfel zu kaufen. Ist das schön. Ja, mein Goldschatz war heute fleißig, damit ich in den nächsten Tagen fleißig bin und es mir nicht so langweilig wird. Also hier ist ein Eimer voll mit Petersilie, die er aus dem Garten geholt hat. Und das hier ist Basilikum. Und das Ganze muss ich in den nächsten, ja, mindestens, also ja, höchstens 2 Tage, sonst wird das schlecht alles, verarbeiten. Klein schnippeln und portionsweise einfrieren. Ich zeige es euch dann nachher, wenn ich fertig bin, wie es aussieht. So, ist es jetzt Zeit? Wie spät haben wir das eigentlich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es langsam Zeit, Abendessen zu kochen. Ich werde gleich erstmal meinen Gefrierschrank zu Rate ziehen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich kochen soll. Mal sehen, was mein Gefrierschrank sagt. Ich überlege mir noch was. Vielleicht mache ich auch was aus der reichen Ausbeute da auf dem Tisch. Mal gucken. Ich sag's euch Bescheid. So ihr Lieben, ich wollte gerade das Video schneiden und habe es festgestellt, dass ein Teil wieder, ich habe wahrscheinlich falsch gedrückt, irgendwas, wurde nicht aufgenommen. Der Teil, wo ich dann das ganze Gemüse und alles geschnitten und gerieben habe. Und ich erzähle euch das jetzt einfach nur ganz kurz, was ich da eigentlich experimentiert habe. Also da waren Kartoffeln, ein Stück Zucchini. So. Dann eine Möhre und eine kleine Zwiebel und ein Stück Paprika, was ich noch im Kühlschrank gefunden habe. Das habe ich alles geschält und gerieben. Also auf der groben Reibe gerieben, wie für Kartoffelpuffer halt. Ne? Und dann habe ich das alles in einer Schüssel vermengt, ein Ei dazu gegeben und ein bisschen Mehl. Salz, Pfeffer natürlich und ja, den Rest kann man im Video gut sehen. Nur eben der Teil, wo ich alles vorbereitet habe, das ist irgendwie, habe ich es nicht gefunden jetzt auf der Kamera. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch trotzdem, das Video. Und wenn mein Experiment nachkochen will, kann das gerne machen. Es hat eigentlich wirklich ganz gut geschmeckt. Und ich habe dann noch in dem Teil erzählt, dass ihr mich ihr euch über mein Aussehen, ja spät am Abend ist das schon, dass ihr euch nicht über mein Aussehen wundern solltet, denn ich bin erkältet. Meine Kinder waren ja Anfang der Woche krank, habe ich euch erzählt, also Manuel und Raphael, und die waren sowas von lieb und freundlich und haben netterweise mit mir ihre Bazillen geteilt. Jo. Und der Waldgottesdienst gestern war richtig schön. Ein Teil meiner Familie war da, also meine Mama mit ihrem Mann, 2 meiner Onkel, meine Cousine. Es gab richtig leckeres Essen und davon reichlich. Wir haben auch zum Mittagessen Würstchen gegrillt,
haben auch einen Waldspaziergang gemacht zwischendurch und der Gottesdienst war sehr gut. Und dann gab es am Nachmittag noch für die Pfadfinder was, die haben da ein Spiel gespielt und die Erwachsenen konnten dann Bibelgespräch haben. Und danach gab es dann noch Kaffee und Kuchen. Also es war wirklich ein sehr guter Tag bei schönem Wetter, hat Spaß gemacht und ich entschuldige mich hier nochmal. Es passiert mir immer wieder. Ich muss das irgendwie lernen, dass ich drauf aufpasse, dass die Kamera auch tatsächlich aufnimmt. Oder Entschuldigung. Und dass es mir nicht nochmal passiert, ich weiß auch nicht. Dusselig manchmal. Echt dusselig. Okay. Ja. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Tschüss. Gebe ich in diese Pfanne hier ein bisschen Öl. Und so sieht unser Teig jetzt aus. Ich hoffe, ich habe genug rein. Es war nämlich nur noch eins da. Mal sehen. So, das Öl ist in der Pfanne heiß geworden. Mal gucken, was jetzt daraus wird. Ich mache so quasi riesengroße Kartoffelpuffer. Hier drin habe ich zu Möhren und Zwiebeln ein bisschen Wasser zugegeben. Das soll jetzt mal ein bisschen schmoren. Also irgendwas mache ich wohl falsch. Die erste Schicht ist so geworden. Ist mir alles auseinandergefallen. Deswegen habe ich jetzt in den Teig noch ein bisschen Mehl reingemacht. In der Hoffnung, dass die nächste Schicht es besser macht. Besser gelingt. So. Ich bin kurz davor aufzugeben. Ganz ehrlich, Leute. Und einfach mal ein paar Nudeln in den Topf zu werfen. Also, damit es irgendwas überhaupt zu essen gibt. Aber ich versuche es erstmal noch einmal. Und dann wollte ich noch zeigen. Guck mal hier. Das hat Dirk gerade auch noch aus dem Garten geholt. Ach, richtig schön. Und ich dachte mir, ich schnippel noch ein bisschen Salat dazu. Ich muss nicht aufgeben. Guck mal, es hat geklappt. Jetzt ist es ein ganzes Stück. Also als Creme meistens nehmen die, alle, wo ich jetzt die Rezepte gesehen habe, Mayonnaise. Ja, kann ich ja nicht. Also nehme ich Schmand und Frischkäsekräuter. Und dann kommt noch natürlich die Mischung aus, also da, was ich gerade in der Pfanne angebraten habe, die Zwiebeln, Möhren und Knoblauch dazu. Mal sehen, wie es schmeckt. Bin ich echt gespannt. Genau, das verrühre ich jetzt alles und würze es ein bisschen. Und dann geht's weiter. So, die Creme habe ich jetzt fertig. Da ist jetzt Schmand. Frischkäse, Kräuter, Salz und ein bisschen Pfeffer. Und jetzt verteile ich das erstmal ein bisschen hier auf den ersten missglückten Teil. Und dann
noch drauf, ein bisschen von angebratenen und dann gedünsteten Möhren und Zwiebeln und Knoblauch. Und jetzt kommt der zweite Teil drauf. Die ist schon größer geworden. Und ich mache in die Pfanne den nächsten rein. So, ihr Lieben, mein Experiment ist fertig. Ich habe noch ein bisschen frische Petersilie klein gehackt und drüber gestreut. Ja, wie ihr seht, bei mir klappt auch nicht immer alles. Und jetzt probieren wir das. Mal gucken, wie es geworden ist. Aber eigentlich ist es ja nichts anderes als überdimensionale Kartoffelpuffer. Mit ein bisschen was drauf. So. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Was meint ihr? Also, denkt euch mal einen Namen dazu aus. Und schreibt mir das in die Kommentare. Der Salat ist auch fertig und vorsichtshalber für diejenigen von uns, die immer was zu meckern haben hier, was Essen angeht, habe ich aus dem Gefrierschrank die Kürbiscremesuppe rausgeholt, die ich auch mit euch mal gekocht habe. Ich schreibe das in die Infokarte, welcher Vlog das war. Wenn es gar nicht schmeckt, dann können die Kinder sich die Suppe nehmen. Und jetzt probiere ich mal, wie es geworden ist. Schmeckt eigentlich sehr gut. Ja, kann man eigentlich nicht so daran auszusetzen haben. So. Und jetzt verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.